Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge TechTown. Ich habe heute mal wieder was vorbereitet und zwar haben wir in der letzten Folge eine kleine Sache gemacht und zwar gucken wir jetzt einfach mal nach unten und wir sehen, tada, unser Steam Boiler hat ein bisschen was gearbeitet. Wir haben hier drin 384.000 Millibucket Steam, unsere Leitungen sind komplett voll mit Steam und wir haben einen Iron Tank, der mit 864.000 Millibucket Steam voll ist. Was wir dabei machen werden, werden wir in den nächsten Folgen sehen, aber für jetzt sollten wir damit eigentlich zufrieden sein, was wir haben. Und was wir heute vorhaben, ist eine Sache, die wir auch in den nächsten Folgen brauchen werden, die wir aber in dieser Folge schon vorbereiten werden. Und was genau das ist, zeige ich euch mal jetzt. Wir gucken einfach mal in diese Kiste und sehen, wir haben hier einen SafariNet Launcher und einen SafariNet Reusable, was wir auch schon in unserer Mob-Falle einmal benutzt haben. Also vielleicht ist es da ja schon bekannt. Und was wir damit machen werden, wir werden uns zuallererst mal einen Autospawner craften. Denn diesen werden wir auf jeden Fall auch noch brauchen. Tada, sehr cool. Als nächstes müssen wir irgendwoher einen Villager bekommen. Die Frage ist nur, wo bekommen wir einen Villager her? Ich habe bis jetzt noch nirgendwo ein Dorf gesehen und es sieht auch nicht so aus, als ob in der Nähe irgendwo ein Dorf ist. Deswegen werden wir jetzt einfach mal ganz kurz ein Villager-Dorf suchen gehen, uns irgendeinen Villager einfangen, welchen ist eigentlich völlig egal. Den werden wir dann in so einen Autospawner packen und dann werden wir ein bisschen Spaß mit Villagern haben. There's nothing that needs to be said. We can pretend we'll sandblast these walls and paint them again. When everything comes to an end, we can pretend we'll sandblast these walls and paint them again. Wir ein Dorf in der nächsten Zeit finden werden. Deswegen werde ich jetzt mal ganz kurz an der Stelle doch noch einen Cut machen und versuchen, irgendwie ein Dorf offscreen zu finden und dann melde ich mich sofort wieder zurück, sobald das geschehen ist. Also bis gleich. Way, sieh mal da, ich habe ein Village gefunden. Ist das nicht awesome? Nach ungefähr 10 Minuten Fliegen sind wir dann doch mal auf eins gestoßen. Ungefähr 5 Milliarden Blöcke von unserer Stadt weg und wir müssen einfach mal gucken, ob wir da auch irgendwie hinbekommen. Boah, die schreien jetzt so krass rum, ne? Guck mal, dich nehmen wir mal mit. Oh. Ma, wie die hier rumschreien, ey. Wie die Behinderten. Bleib stehen. Jawohl, da haben wir ihn. Boah, sind die behindert. Okay, dann gucken wir uns hier mal ganz kurz noch ein bisschen um und dann würde ich sagen, fliegen wir auch gleich wieder zurück. Die Apiaries nehme ich sehr gerne mit, denn die sind relativ aufwendig zu craften und das sind auch sogar schon Impregnated Frames und Untreated Frames, okay. Magic. Boah.
Frozen Comp. Oh. Sigi Comp? Also dafür bin ich dir dankbar, mein Freund. Dich würde ich eigentlich auch gerne mitnehmen. Boah, wie die ausrasten. Boah, ey, die hört gar nicht mehr auf zu reden. So, nehmen wir dich mal mit. Boah, ist das schlimm. Die können nicht die Fresse halt. Boah, so die viele Zombies. Jetzt müsst ihr mir aber irgendwas schenken, weil ich euch den Arsch gerettet habe, bitte. Boah, ist das schlimm. So ein Viech hätte ich gerne bei mir daheim. Okay, ich werde jetzt mal ganz kurz wieder meinen Nachhauseweg machen und dann melde ich mich sofort wieder zurück. So, und damit hat es dann wohl auch mal der Letzte nach Hause geschafft. Es hat jetzt so lange gedauert, ich glaube 20 Minuten oder so, weil ich eben die Koordinaten nicht mehr hatte und ich habe mir auch kein Portal gesetzt und bla 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 bla. Ja, aber jetzt sind wir erstmal wieder daheim und ich habe noch ein bisschen Zeug gefunden und was wir jetzt machen, ist eigentlich ganz simpel. Wir haben ja noch ein bisschen von unserem Aether, haben wir nicht mehr? Haben wir nicht mehr. Wir haben kein Ethereal Glass mehr. Aber das müssen wir uns heute auf jeden Fall wieder machen. Dafür brauchen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen normales Glas. Und das werden wir jetzt auch ganz kurz tun. Oh, hier haben wir noch Rubber drin. Sehr cool. Und zwar gehen wir jetzt erstmal nach unten und heben dort einen kleinen Raum aus. Und zwar genau hier runter. Da kommt jetzt nämlich der Raum für etwas hin, das wir in dieser Folge auf jeden Fall noch zu Ende bauen werden. Und da ich das Ganze nicht so machen will, sondern, also jetzt nicht so machen will, sondern nicht so machen will. Ich bin gerade behindert, kann das sein? Okay, ich werde einfach ganz kurz das Ganze vorspulen, damit ihr seht, was ich hier unten mache. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu sagen, außer bis gleich und dann haut rein. I didn't think that it would be like this. So now I gotta work out what it is I missed. Now all this love is sticks and stones being thrown around homes and breaking bones. What did I do wrong this time? I finally found. So, das reicht eigentlich für den Anfangsraum sogar schon. Viel größer muss das Ding gar nicht werden. Denn, ja, wie gesagt, so viel Platz brauchen wir überhaupt nicht. Die ein oder anderen wissen vielleicht schon, was hier unten reinkommt. Der andere weiß es jedoch wieder nicht. Aber, wie gesagt, das werdet ihr alles noch verstehen, hoffentlich im Laufe dieser Folge und spätestens in der nächsten Folge. Und jetzt werden wir erstmal wieder hier alles schön machen. Ich würde fast sagen, wir gehen hier noch einen nach unten, einfach nur, damit wir auch ein bisschen Platz haben. Dann kommt da unten drunter noch ein Boden rein. Und dann sollten wir eigentlich so größtenteils zufrieden sein mit unserem Räumchen, das wir hier gebaut haben. Dann machen wir das hier noch kurz und das hier noch. Und eben die Erde noch weg. Zack. Und den Stand noch weg. Sehr cool. Ta-da-da-da-da. Und jetzt müssen wir hier wieder nach oben. Dafür machen wir hier einfach mal einen Stein weg. Bauen uns gleich nochmal einen Elevator, wenn wir den nicht noch haben. Doch, zwei Stück haben wir sogar noch. Genau, sehr schön. Dann kommt nämlich hier runter jetzt ein Elevator-Block. Bin ich hier richtig? Ja, bin ich. Und dann machen wir zack. Und jetzt können wir hier hoch und hier hoch. Und hier drinne können wir uns jetzt nämlich unser... Tja-da-da. Da haben wir unseren Sand. Den werfen wir jetzt wieder hier rein. Ups. Unstable brauchen wir jetzt. Wir brauchen nämlich wieder Unstable Ingots. Und dafür brauchen wir Unstable Ingot Nuggets und die machen wir uns so. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann machen wir uns davon mal das Ding hier. Und damit machen wir uns jetzt Ethereal Glass. Das haben wir ja schon mal. 4 Stück sollten für den Anfang eigentlich noch nicht reichen. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr. Da machen wir uns ganz kurz noch mal ein bisschen was. Nein, stopp. Das wollen wir uns machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann machen wir uns das Teil und dann machen wir uns wieder ein bisschen Ethereal Glass. Guck mal, da haben wir letztes Mal eine ganze Folge gefüllt und jetzt machen wir das hier einfach so nebenbei mal ganz kurz.
Der andere Rest, der kann erstmal raus. Den brauchen wir gerade nicht. Und dann wären wir eigentlich auch schon so weit fertig. Wir bräuchten jetzt doch vielleicht noch ein bisschen Stone, aber das können wir alles noch machen, um das Ganze hier ein bisschen auszubauen. Und jetzt gehen wir erstmal hier runter. Und jetzt werden wir hier in diese Wand rein ein kleines, ich nenne es mal Gehege bauen. Ist jetzt, ja gut, ein Gehege ist jetzt schon ein bisschen böse, aber wir nennen es einfach mal Gehege. So nennen wir das Ganze einfach mal. Und ja, komm, hier oben, das machen wir auch nochmal hin. So, was soll der Geiz? Und jetzt bauen wir hier vor einfach mal. Das hier muss dann alles noch weg. Davon müssen wir Stone Bricks mal machen. Das müssen wir dann alles machen, wenn wir es verschönern. Also wenn wir das Ganze hier ein bisschen ausbauen. Aber das kommt dann alles, wie gesagt, noch. Deswegen werden wir jetzt hier gerade erstmal das hier machen. Sobald wir dann mal ein bisschen mehr Ethereal Glass haben, werden wir das hier alles aus Ethereal Glass machen. Aber für jetzt machen wir einfach nur diese Scheiben hier hin. Denn da können unsere Villager oder wer auch immer nicht durchgehen. Aber wir können hier durch. Und das ist, wie gesagt, sehr, sehr cool. Und wir gehen einfach mal noch zwei nach hinten. Sehr schön. Und was wir jetzt machen können, jetzt passt er nämlich auf. Wir werden hier in dieses Ding unseren Autospawner mit Villagern packen. Der wird aber nicht so viel, also der wird nicht dauerhaft durchlaufen, sondern nur zu einem gewissen Teil. Also er wird nur ein paar Mal spawnen. So lange, bis wir die Villager haben, die wir haben wollen. Und sobald wir die Villager haben, die wir haben wollen, jetzt holen wir unseren Autospawner mal ganz kurz hier raus. Machen wir das Ding wieder aus und machen folgendes. Wir bauen jetzt einen Trading Post. Das ist dieses Ding von Extra Utilities. Gucken, was fehlt uns dafür? Ein Block of Emerald. Dafür haben wir so wenig Emeralds. Wie bekommen wir Emeralds? Mal ganz kurz gucken. Nether Emerald Freight Grab Box. Liquid Emerald. Okay. Pass auf, wir machen mal folgendes. Wir gehen mal ganz kurz zum Peter und klauen uns ein paar Emeralds. Die bekommt er auf jeden Fall wieder, sobald wir unser. Oh. Ach, egal. Haussicherung bringt nichts, Peter. So. Und wir wollten Emeralds haben. Guck mal, er hat 1300 Stück. Das würde ihm nicht wehtun, hoffe ich zumindest. Aber guck mal hier, der Mob-Essenz-Tank. Sieht schon cool aus, seine Haussicherung. Und jetzt gehen wir nochmal hier Brot. Boah, hier leckt es gerade ein bisschen, ne? Warum auch immer. Und, tada, wow. Satzspann, batsch, wow. Ein Herz abgezogen. Okay, wir gehen nochmal rüber und die Emeralds, sage ich ja, wie gesagt, bekommt er auf jeden Fall wieder zurück. Und jetzt gehen wir nochmal hier hin und suchen nach unserem Trading Post. Und was fehlt uns jetzt noch? Eine Jukebox. Die sollten wir uns machen können. Und dann haben wir, tada, da, unseren Trading Post. Wie immer dasselbe, wer gerne lesen will, kann sich diesen Text durchlesen. For the true Barrigian Hunter looking for the best possible deal, there is a trading post. Bla 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 bla. Also nochmal auf gut Deutsch für die Leute, die das nicht lesen wollen. Ich kann es auch einmal ganz kurz euch erklären. Mit diesem Trading Post könnt ihr einfach alle Angebote, die Villager in der Nähe haben, abfragen und dann direkt handeln. Deswegen werden wir den Trading Post jetzt einfach mal hier hinsetzen. Und wenn wir jetzt reinklicken, sehen wir No Villager found in range. Und deswegen wollen wir unsere Villager in diesem kleinen Käfig hier halten. Und dann können wir eben über diesen Trading Post alle, ja, wie soll man das nennen? Alle Angebote, die die Villager haben, können wir über diesen einen Block hier abrufen und dann sagen, okay, der handelt das, der handelt das, der handelt das. Und so müssen wir nicht hier reingehen und alle Villager einzeln anklicken, was oftmals nicht ganz so cool ist und was eine Menge Arbeit beansprucht oder auch eine Menge Nerven. Also gehen wir mal ganz kurz hier hoch und schauen, wo wir hier rauskommen. Nicht zu in der Nähe von den Tanks. Vielleicht sollen wir das Ganze umbauen und auf die andere Seite machen. Ja, das ist eine ganz gute Idee. Denn da drüben haben wir unsere Tanks in der Nähe. Hier haben wir unsere Tanks nicht in der Nähe. Habe ich hier einen Block gesetzt? Achso, Gravel, okay. Habe ich verstanden. Okay, dann machen wir das Ganze mal hier in die Wand rein. Meh. So, machen wir die Erde hier ganz kurz weg. Sorry, wenn wir jetzt hier heute so viel bauen. Oder ja, wenn wir halt so viel, ne, ihr wisst schon, buddeln, anstatt irgendwas zu erklären. Aber das muss leider Gottes auch mal sein. Denn so viel Offscreen will ich ja auch nicht machen. Also machen wir einfach unsere Lampen hin. Und wie weit war der Raum jetzt hier? 5, glaube ich, ne? Richtig. Also machen wir den jetzt hier einfach mal 7. Dann machen wir 1, 2, 3.
Dann haben wir hier unsere Mitte, dann können wir hier hochgehen. Und dann kommen wir hier raus und das ist auch ziemlich in der Nähe von unserem Tank. Das ist sehr cool und da wollen wir nämlich auch hin. Deswegen, oh, das war eine doofe Idee. Gleich wieder hinsetzen. Zum Glück bleibt das hier drin. Also wenn man mal einen Block von so einem Iron Tank aus Versehen kaputt macht, dann wird das Ganze nicht, also die Flüssigkeit, die da drin gelagert ist, wird dann nicht sofort verschwinden. Ich glaube erst, wenn man 5 Blöcke oder so zerstört, also wenn man eine gewisse Anzahl an Blöcken von dem Tank zerstört hat, erst dann geht die Flüssigkeit darin verloren, aber ansonsten würde das immer speichern. Und jetzt werden wir uns nochmal ganz kurz ein paar Fluidukte machen. Dafür brauchen wir Hardened Glass und das haben wir nicht mehr. Haben wir noch Obsidian Dust? Haben wir auch nicht mehr. Dann werden wir uns ganz kurz welches davon machen. Dann machen wir erstmal das und währenddessen können wir da unten ein bisschen ausbauen, während wir das hier schmelzen. Dann gehen wir nochmal nach unten, holen den Trading Post hier weg und holen unser Ethereal Glass hier weg, denn das muss jetzt nach hier drüben gesetzt werden. Zack, zack und zack, zack. Und dann gehen wir hier hin und machen das hier erstmal schön. Hier kommt unser Trading Post hin. Oder wir machen einfach mal hier. Ist ja nicht so in der Wand, dann sehen die Leute das Ding vielleicht auch. Zack. Und hier kommt dann unser Glass. Da können die Villager nicht durch, aber wir können durch. Das sollte vielleicht schon bekannt sein aus älteren Folgen. Und dann machen wir das ja halt ganz kurz noch fertig. Ist egal, wenn wir überziehen. Es ist sowieso nur so eine Zeitangabe oder so ein Zeitlimit, das ich mir persönlich gesetzt habe. Das heißt ja nicht, dass jede Folge 20 Minuten sein muss. Kann auch gerne mal eine 30-Minuten-Folge oder so sein. Aber jetzt machen wir das erstmal so. Sehr cool. Okay, jetzt haben wir hier 1, 2, 3 und dann 1, 2, 3. Das heißt, hier wird unsere Wand gezogen. Dann ist die Lampe hier aber im Weg. So, und hierhin kommt jetzt unser Autospawner. Zack und zack. Obwohl, warte mal. Können wir das Ding nicht rein theoretisch auch hier hinsetzen? Dann müsste die auch hier spawnen, oder? Hoffe ich zumindest. Wäre auf jeden Fall cool. Und jetzt kommt ein Trick, den ich euch, oder nicht ein Trick, aber eine Sache, die ihr bei diesem Ding beachten müsst. Und zwar, wir haben jetzt hier unseren Villager. Ich kann mal ganz kurz hier, ups, nicht das Ding hier reinlegen. Ich kann ja ganz kurz mal spawnen. Und wenn wir jetzt hier reinklicken, dann sehen wir, der tauscht eine Princess gegen einen Emerald. Was ist aber, wir haben jetzt diesen Villager, ja? Und wenn wir dieses, also wenn wir dieses Safari-Net von dem Villager, zack. Wenn wir dieses Ding jetzt in unseren Autospawner packen und das Teil hier auf Spawn Exact Copy Yes setzen, dann würden wir immer den gleichen Villager bekommen. Das heißt, wir würden immer den Villager bekommen, der eine Princess gegen einen Emerald tauscht. Wollen wir aber nicht, sondern wir wollen ja eben einen Villager, der mehrere, also der immer verschiedene spawnen praktisch, also der Autospawner. Und deswegen setzen wir dieses Ding auf Nein, legen unser Safari-Net-Ding hier rein. Jetzt müssen wir nur noch unsere Mob-Essenz und ein bisschen Energie anschließen und dann sollte das Ganze auch funktionieren. Deswegen werden wir jetzt nochmal ganz kurz hochgehen und hopp, hoch und nochmal hoch und holen uns hier ein bisschen Lead. Ein bisschen Lead muss sein. Ein bisschen Lied und Sonnenschein. Fotze, wo kommst du her? Krass, wo kam der denn her? Den hab ich überhaupt nicht gehört, okay. Da waren wir gerade zu beschäftigt mit Zing. Na, der war auch irgendwie so... Und dann hat er nichts mehr gemacht. Außer sich in die Luft gejagt. So, Hardened Glass. Und daraus werden wir uns jetzt ein paar Fluidukte basteln. Die sollten, glaube ich, sogar reichen. Nach unten gehen. Und an unserem Tank hier dran anschließen. Da kommt jetzt schon die Mob-Essenz raus, wie ihr vielleicht sehen könnt. Und die schließen wir jetzt an unserem Autospawner an. Bist verbunden, ich hoffe auf jeden Fall. Zack, zack, zack und zack. Sehr cool. Okay, Mob-Essenz haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwoher Energie. Und ich denke mal... Das Einfachste, wo wir Energie herbekommen für dieses Ding, ist von der Seite hier rein und dann irgendwie hier unten drunter muss irgendwo ein Kabel sein, zum Beispiel hier. Sehr schön. Haben wir zufälligerweise noch Redstone Energy Conduits, haben wir. Aber ich denke, Hardened Energy Conduits sollten auch reichen. Haben wir auch nicht mehr so viele. Können wir die daran eigentlich anschließen? Hier können wir nicht. Okay. Dann werden wir uns auf jeden Fall noch ein paar Redstone Energy Conduits machen müssen.
Denn die werden wir sowieso noch brauchen. 3, 4, 5. Ne, das wird auf keinen Fall reichen. Oh, warte mal. Ich sollte vielleicht nicht hier legen, sondern darunter. Ups, so. Zack, zack, zack und zack. Und dann machen wir uns mal nochmal ein paar Redstone Energy. Ach, guck mal, hier haben wir sogar noch ein paar. Dann brauchen wir nur noch unser... Ach genau, hier die Stabilized Redstone. Mensch, bin ich gut vorbereitet. Fluid Transposer. Zack. Oh, da füllen wir ganz kurz hier drüben was rein. Das sollte genug sein. Drehen wir das um und machen uns ein paar Redstone Energy Conduits. Oh, die Folge wird, glaube ich, lang. Oh yeah. Aber ist nicht so schlimm. Immer wieder cool. Immer wieder toll. Immer wieder toll. So. So müssen wir das Ganze nämlich haben. Und hier an der Seite hoch soll ja, wie gesagt, unsere Energieversorgung laufen. Oh, ich glaube nicht, dass das reichen wird. Oder? Doch, ey, easy, locker easy. Ah, jetzt muss ich nur ganz kurz runter, denn unsere Villager sollten jetzt schon gespawnt werden. Da sind wir auch schon. Und ist schon was passiert? Nee. Die Worker ist auf 100%, aber er spawnt nichts. Muss hier drüben vielleicht trotzdem frei sein? Das könnte auf jeden Fall sein. So, müssen wir ganz kurz mal gucken, warum er gerade nicht arbeitet. Nehmen wir dich mal nochmal raus und legen dich nochmal rein. Jetzt müsste die Eile nicht runtergehen und dann müsste einer gespawnt werden. Die Worker auf 100%. Warum funktionierst du nicht so, wie du funktionieren sollst? Ah, da ist einer. Guck mal einer an. Ein Sticky Piston und ein Punchy Stick gegen eine Aluminium Orberry Bush. Da ist der nächste. Zwei Emeralds gegen ein Set of Swords Dust. Oh Gott, die werden mich jetzt hier so voll labern. Okay, cool. Wenn wir jetzt hier reinklicken, jetzt können wir nämlich das Ganze nochmal probieren. Wir klicken in unseren Trading Post und sehen, wir haben jetzt genau diese zwei Dinger, die wir auch hier haben. Jetzt sollte ein drittes und ein viertes dazugekommen sein, und zwar ein Emerald gegen das Holz, zwei Emeralds gegen Zertus Quarz, drei Emeralds gegen Silicon und eben Sticky Pisten gegen das hier. Jetzt müsste schon wieder ein neues da sein. Emeralds gegen Bookshelves und Emerald gegen eine Page. Haben wir wieder ein neues? Hier haben wir wieder eins. Lampmine und Lampmine gegen Tin Allberry, Jungle Barricade gegen Aluminium Allberry Bush. Ey, sehr cool. Wird immer mehr. Wir lassen jetzt erstmal ein paar von denen spawnen. Und sobald wir ein paar davon haben... Guck mal, kommen immer mehr Sachen dazu. Aluminium gegen Glowstone. Written Book gegen Emerald. Nicht Aluminium. Hier, guck. Die können nicht die Fresse halten. Das ist so schlimm. So, gucken wir noch mal rein. Tin Allberry, Gold Allberry. Oh, guck mal. Ein Safari-Nut kriegen wir hier sogar. Eine Schere und so weiter und so fort. Ich will eigentlich nur warten, bis wir einen Villager bekommen, mit dem wir Proven Frames und sowas handeln können. Aber das wird vielleicht eine Zeit dauern. Aber für jetzt würde ich sagen, werde ich an dieser Folge, an dieser Stelle einen Cut für diese Folge machen. Wenn es euch gefallen hat, wenn euch das Geschrei von diesem Villager gefällt, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Wenn ihr verstanden habt, was ich gemacht habe, dann schreibt es in die Kommentare. Und schreibt mal in die Kommentare, was wir in den nächsten Folgen vielleicht noch bauen könnten. Oder was ihr vielleicht nicht verstanden habt, was ich mal erklären sollte. Und ansonsten haut rein, habt einen schönen Tag und tschüss.